Hi Leute, herzlich willkommen zu meinem Projekt in Mechabellum. Mein Ziel ist es, zur Top 1000 aufzusteigen. Mein aktueller Rang ist Rang 2555 mit einem Score von 1054. Beim ersten Video, was ich zu Mechabellum gemacht habe, haben wir etwa mit 700 gestartet, also es ist schon ein gutes Wachstum auf jeden Fall da. Jetzt ist das Ziel, auf Rang 1000 aufzusteigen und wir machen uns direkt auf den Weg. Starten ein neues Spiel, der Gegner hat genau 1000, okay. Schauen wir mal, die letzten zwei Spiele sind nicht so gut gelaufen. Aber dieses Mal hoffen wir auf einen Sieg. Okay, was haben wir als Startoption? Sledgehammer und Arclight, 50 mehr jede Runde. Marksman for free. Gute Frage. Ich würde, glaube ich, hier Sledgehammer und Arclight nehmen. Der Gegner hat Steelball und Crawler. Ah, da holen wir auf jeden Fall ein paar Sniper. Oh, jetzt habe ich überhaupt keine... Oh, das war gar nicht gut. Überhaupt keine, Crawler. Kein Kleinkram. Schauen wir mal, was schlagen die vor? Nichts Gescheites. Ich platziere... Ja, nee, er wird wieder aggressiv kommen. Ich mache auf beiden Seiten einen Scharfschützen. Auf beiden Seiten ein Arclight. So. Und ja, jeweils noch die Panzer dazu. Nee, komm, ich mach das wieder so. Okay. Ja, den hier platziere ich mittig, weil ich nicht weiß, ob er links oder rechts kommt. Er wird wahrscheinlich auf einer Seite kommen. Okay, er macht es komplett anders, als ich erwartet hätte. Er steht ganz weit hinten. Fangs und Crawler, okay. Aber mir fehlt echt der Kleinkram, weil die Steelballs sind eigentlich gegen so einzelne Ziele sehr, sehr gut. Ne, aber er hat halt auch die Crawler so weit hinten, dass die Sniper direkt die Steelballs anvisieren können. Also wir haben beide mit dem Kleinkram verkackt. Jetzt schauen wir mal, wer mehr verkackt hat. Wenn die Steelballs draufgehen, bevor die Panzer draufgehen, gewinnen wir. Ah, nee, sieht nicht gut aus. Nee. Ich glaube, dafür reicht das eine Arclight nicht mehr. Oh, hier war noch ein Steelball. Ja. Erste Runde geht an den Gegner. Jetzt holen wir aber direkt die Crawler und ich will den Shield Airdrop. Kostenloser Schild nehme ich auf jeden Fall mit. Ich platziere den jetzt relativ defensiv, würde ich sagen, damit er erhalten bleibt. Und dann Crawler, Crawler und noch mehr Crawler. Angriffs-Upgrade nehme ich auch mit. Die platzieren wir einmal hier. Und hier. Und ich möchte, dass noch ein paar später kommen. Ja, wobei ich glaube, ich platziere die sogar etwas weiter hinten. Weil er auch ziemlich weit hinten steht, ne? Schauen wir mal. Nicht, dass es jetzt nach hinten losgeht, aber werden wir sehen. Stormcaller. Die nerven mich immer irgendwie. Ist sehr, sehr breit aufgefächert, ne? Meine Einheiten zieht es halt auch auseinander dann. Ja, diesmal sind halt die Steel Balls relativ schnell weg. Und die Stormcrawler sind alle noch da. Aber die kriegen jetzt gerade hier ziemlich auf die Schnauze. Sieht aber gut aus. Diese Runde.
Geht auf jeden Fall an uns. Sehr schön. Schild ist noch da, hat aber zu wenig Schaden getankt. Für meinen Geschmack. Hätte ich doch weiter vorne platzieren sollen. Ja, Wespen wären eigentlich ganz gut. Phoenix könnte auch das taugen. Rhino, Fire Badger. Ja, auf jeden Fall. Er hat so viel Kleinzeug. Die nehme ich safe mit. Ist ein bisschen schneller als die anderen Sachen hier. Platziere ich ein Stück weiter hinten. Ja, nicht so wirklich, ne? Mache ich mal hier. Aber hier ist gar kein Kleinkram. Also ich will sie eigentlich eher mittig haben. Oh, ist halt gefährlich, immer alles direkt nebeneinander zu haben. Wenn die zwei Abstand voneinander haben, können sie halt nicht durch die gleiche Rakete zerstört werden. Deshalb bin ich da nicht so, oder achte ich da immer ein bisschen drauf. Ja, ich probiere es mal hier. Für ein Schild ist es halt gut, ne? Wenn alle auf einem Haufen sind. Okay. Die in der Mitte möchte ich aber vielleicht so platzieren. Nee, doch nicht. Ich habe noch überhaupt nichts gekauft. Ich mache jetzt einfach Panik. Keine Ahnung. Und alles ist noch blöd platziert. Ich hab's nicht mal... Eigentlich will ich die Crawler links und rechts haben. Jetzt sind... Oh Gott, jetzt sind die auch noch so nah aneinander. Man kann mit einer Rakete beide Einheiten kaputt machen. Oh, das war ja ein Fail. Ach du Scheiße. Und er hat die Wespen geholt, Stufe 3 direkt. Ich habe viel zu lange rumgebummelt. Das war nichts. Eieiei. Aber vielleicht gewinnen wir trotzdem. Er hat noch zwei Farseer. Nee, die machen uns platt. Katastrophal. Okay. Reichweite von allen Einheiten. Das mache ich mal. Kostet sehr, sehr viel, aber egal. Und... Hol ich meinen eigenen Stormcaller. Das wäre ja schon stark eigentlich gegen das meiste, was er hat. Nee, ich muss die Mustangs holen. Ganz einfach wegen den Wespen. So, ich platziere die jetzt hier außen. Nächste Runde kriegen wir wieder ein Schild. Scharfschützen könnte ich noch upgraden. Oder hier die Sledgehammer. Ja, vielleicht reißen wir es ja noch rum. Trotzdem anfänglichen Fehler. Aber ich hätte jetzt natürlich die Mustangs lieber in der Mitte platzieren sollen. Außen bringen die nicht so viel. Ach ey, was mache ich denn heute? Schauen wir mal. Ich muss irgendwas gegen die Stormcrawler machen, ne? Die machen jetzt halt auch leicht das Spiel mit den Crawlern in der Mitte. Schießen auf die vorderen und treffen die hinteren. Aber die Runde geht auf jeden Fall an uns. Was hat er hier nochmal? Ach, das war das mit dem Farseer, okay. Jawohl. Ja, das Comeback hat gestartet. Jetzt kriegen wir auch wieder ein Schild. Kann ich noch einen zweiten holen. Günstigere Mustangs. Ja, warum nicht? Hier, den platziere ich jetzt weiter vorne. So. Dann hole ich ein paar Mustangs. Die sind ja jetzt schön günstig noch für die Mitte. Äh,
Ja, mach ich mal hier. Okay. Ich komme jetzt mit den Overlords, oder? Einfach hier von der Seite drauf. Oder. 46 Sekunden noch. Scorpions könnten auch super sein. Ich erhöhe die Reichweite hier. Von den Snipern. Weil die Fass hier auch eine hohe Reichweite haben. Was könnte man noch machen? Mobile Beacon. Okay, hier einmal. Dann eine Packung Crawler. Oh ey, das wird alles wieder sehr, sehr knapp. Nein, platzier's doch. So, die lenken die Schüsse ab. Boom. Dann brauche ich noch irgendwas. Upgrade. Hier. Hier. Upgrade. Oh Gott, das war immer wieder so. Ich bummel immer ähnlich rum. So, deshalb habe ich die längs platziert. Wenn eine Rakete kommt, bleiben trotzdem drei übrig, die die Schüsse ablenken können. Und jetzt wurden die hier nicht ganz so... Ja, auch die wurden trotzdem komplett vernichtet. Also die Runde werden wir verloren haben. Er hat jetzt auch einen Vulcan. Ich hatte auch eigentlich überlegt, jetzt die Sniper-Vulcan-Kombi zu machen, ne? Aber mit den Fire-Badgern wird sich so doppeln irgendwie. Gegen seinen Vulcan wäre natürlich jetzt auch die Overlords stark. Er hat keine Sniper. Er hat generell nichts groß gegen Anti- oder gegen Luft. Und wir gewinnen die Runde tatsächlich. Sehr schön, sehr schön. Gerade noch so umgedreht. Jetzt komme ich mit den Overlords. Und er wahrscheinlich auch. Oder er kommt mit den Fortress und die Overlords sind überflüssig. Ach. Was mache ich jetzt? Ich habe Sniper. Will er da Overlords? Ich habe Mustangs schon. Wahrscheinlich eher nicht. Wird er mit den Fortress dann eher kommen? Oder mit dem Sandwurm? Was mache ich jetzt? Ich hole die. Egal, bevor ich wieder zu lange brauche. Und am Ende es dann daran scheitert. Hole ich lieber die beiden. So. Okay. Was noch? Er hat hier Repair, das heißt elektromagnetischer Schuss. Und noch zwei Scharfschützen. So. Weil die haben wir schon krass geupgradet. Macht Sinn, noch mehr auf die zu gehen. Auf jeden Fall noch irgendeine Einheit. Hol ich noch ein Fortress. Ich könnte auch noch was Neues hinzufügen. Eigene Wespen. Eigene Wespen. Die sind nämlich auch sehr stark als Anti-Lufteinheit und machen hier Dusting Blood. Was kann ich noch upgraden? Mustangs. Mustangs. Und den Scharfschützen. Let's go. Oh, ich habe den Mobile Beacon vergessen. Naja, egal. Naja, doch nicht so egal. Ja, und die Scharfschützen locken direkt auf die Sniper ein. Sehr, sehr gut. Machen aber nicht genug Schaden, ne? Warum machen die keinen Schaden mehr? Okay. Boah, kann ich gerade gar nicht einschätzen, wie die Runde läuft. Der Schild hier ist gut platziert, ne? Wenn der jetzt die Runde überlebt. Ah, wird vielleicht knapp. Ne, er geht kaputt, okay. Der hier hat jetzt halt noch volles Leben, ist auch nicht so gut. Ich denke, ich hole bei den beiden die Barriere. Runde wieder gewonnen, zum Glück. Fang Production wäre vielleicht auch eine Idee. Portable Shield Nuke. Oh, er wird mich so wegnuken. Soll ich ihn? Nee, es geht bei mir immer nach hinten los. Ich mache einen Wespenschwarm.
Ist immer nervig. Der kann ja hier direkt ankommen. So. Die hier. Sollen wegjumpen. Hier hin. So. Okay. So. Was ist jetzt die große Wende? Was hau ich raus, um ihm den Rest zu geben? Ich wollte hier die Barriere. Und ich kann immer noch zwei Dinger holen. Zwei Overlords. Er hat keine Scharfschützen. Die können direkt drauf hier. Schauen wir mal, ob das Ganze was taugt hier jetzt. Den upgrade ich noch und go. Natürlich die Nuke. Ne? Da wäre jetzt halt noch ein Schild noch gut gewesen. Ah, die Runde holt er wahrscheinlich durch die Nuke allein schon. Und noch das Ölding. Das ist halt schon arg. Aber der Vulcan ist halt direkt down, ne? Also den hat es jetzt komplett weggemacht. Was hat er? Farseer. Ja, den habe ich jetzt ein bisschen aus den Augen gelassen. Also die Runde würde mich sehr wundern, wenn wir die gewinnen. Wobei hier schon eine ganz schöne Meute noch da ist. Und hier eigentlich auch noch ein bisschen was. Könnte sich vielleicht sogar lohnen, hier Anti-Luft zu machen. Wodurch hat er jetzt elektromagnetisch... Ah, Farseer. Okay. Was mache ich gegen den Farseer hier rechts? Müssen wir mal schauen. Vielleicht gewinnen wir die Runde auch schon. Na, ne. Okay. Laser. Sowas von Laser. Der ist halt hier so weit hinten. Okay. Was setze ich vorne dran? Eindeutig Wespen, ne? So. Ach, ich könnte ja auch die rumbewegen. Warum eigentlich nicht? So. Hier einmal. Und ich möchte Mutterschiff. Ich gebe dem hier Laser. Ich hole noch mehr Overlords. Zwei Stück. Okay. Oh, der hier lebt sehr gefährlich, ne? Ich weiß nicht, ob das was bringt bei Fliegenden. Ich glaube nicht. Das war jetzt vielleicht auch ein bisschen gewastet. Oh, ich hätte eigentlich... Ach, ich kann die ja noch bewegen hier, ne? Komm, komm, komm. Okay, schauen wir mal. Oh, den habe ich blöd platziert. Ach, was habe ich denn wieder geschafft hier in der Hektik? Also die Zeit ist echt mein schlimmster Feind. Und die Farseer. Gerade in der Runde. Ja, das ist jetzt natürlich übel, ne? Mit dem Feuer, das habe ich auch ein bisschen außer Acht gelassen. Das sieht schon mal gar nicht gut aus, die Runde. Oje, er hat auch gemerkt, dass die Phase hier mir zu schaffen machen, hat noch mehr geholt. Und auf der Seite... Ach, warum habe ich drei links und einen rechts? Habe ich das voll verpeilt. Aber er kommt rechts. Ich komme schneller durch als er. Das kann aber auch ein Nachteil sein. Nein. Die Runde haben wir geholt und damit das Spiel nochmal gedreht. Trotzdem... Immer wieder Versagen aufgrund der Zeit.
Sehr schön. Schauen wir mal, wie wir jetzt im MMR-Rank aufsteigen. Plus 17. Sehr schön. Dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zusehen und bis zur nächsten Runde. Ciao.